Wenn ihr jetzt dieses Video geklickt habt, um mich flüstern zu hören, habt ihr falsch gedacht. Ich werde so laut reden und mache das Gegenteil von ASMR. Und da ich Twitter gefragt habe, ob ihr ASMR kennt und 3% Nein gewählt hat, werde ich es euch erklären. ASMR oder Autonomous Sensory Meridian Response bezeichnet die Erfahrung eines statisch ähnlichen oder kribbelnden Gefühls auf der Haut, da es typischerweise auf der Kopfhaut beginnt und sich entlang des Nackens und der oberen Wirbelsäule bewegt. Typische Auslöser sind bestimmte Geräusche, zum Beispiel das Reiben von Händen oder Lippengeräusche, ruhige Stimmen oder sanftes Flüstern, beruhigende Handbewegung oder leichte Berührung am Kopf. Oder, meinen Worten, ihr werdet zu Spider-Man und eure Spidey-Sense aktiviert sich. Nun, aus meiner YouTube-Sucherfahrung werden oft Gegenstände benutzt und ins Mikro reingeflüstert. Fast 90% der Videos sind von Frauen, 5% von Männern und die letzten 2% von Tieren. Ich schätze, das liegt daran, dass Frauen irgendwie eine entspanntere Stimme besitzen oder es mehr in einer nicht kinderfreundlichen Richtung geht. Ich will nicht sagen, dass jeder, der ASMR hört oder produziert, so denkt, aber es gibt schon eine Menge Frauen, die entweder wenig anhaben oder komisch in die Kamera gucken. Vor allem bei Videos, die nur angehört werden sollen. Stehst du mehr auf die inneren oder äußeren Werte? Ich stehe mehr auf Stimmen. Stimmen. Aber ASMR hat schon eine sehr große Vielfalt. Ihr könnt ASMR und irgendein beliebiges Wort dazu googeln und ihr werdet etwas dazu finden. Von Mukbangs zu Karten, von Minecraft zu Shrek, von Eisblöcke essen zu zwei Bekloppte probieren ASMR. Leute haben auch angefangen, ein spezifisches Farb-ASMR zu machen. Was ich null verstehe, macht die Farbe gelb ein anderes Geräusch als blau? Gibt es Farbpräferenzen? Was ist, wenn etwas mehr als nur eine Farbe hat? Mit ASMR wird auch Rollenspiele gemacht, wie Zahnarztbesuche oder Friseurbesuche oder 9 Stunden in einer Klinik schlafen. Warum kam ich nicht auf die Idee? Und eins will ich zu dem Video sagen. So klingt kein Zahnarzt- oder Friseurbesuch. Und so klingt keine Nacht in einer Klinik. Allgemein, Frau. Whisper Red ASMR. 8 Stunden passiert nichts, außer ein Loop von einer Person, die atmet im Schlaf. Und einer hat meine Idee geklaut und ein Schrei ASMR gemacht. Das erste Mal, als ich wirklich gelernt habe, was ASMR ist, ist durch James Video. Ich habe schon vorher ASMR-Videos schon mal gesehen, habe mir aber nur gedacht, what the f-? Aber durch James habe ich erst wirklich gelernt, was das genau ist. Im Video hat einmal Bob Ross erwähnt und erzählt, dass seine Tutorials low-key ASMR sind. Und als ich es abgecheckt habe, konnte ich es nur bestätigen. Aber eins ging mir nicht aus dem Kopf. Wie zur Hölle haben die es aufgenommen? Wo sind die ganzen Mikrofone? Nun habe ich mich gefragt, wann überhaupt dieses ganze ASMR-Ding richtig beliebt wurde. Ich bin auf Google Trends gegangen, habe es auf Deutschland umgestellt und herausgefunden, dass Sachsen-Anhalt am kinderunfreundlichsten ist. Warte, das klingt falsch. Am perversesten. Außerdem sieht man am Grafen, dass zur Weihnachtszeit 2018 es sehr beliebt war. Und das andere Mal war vor 4 Jahren direkt nach dem Valentinstag. Was das wohl zu bedeuten hat. Nun gibt es bis jetzt kaum wissenschaftliche Forschung. Aber ein Neurologe aus der Yale-Uni spekuliert, dass nur manche Menschen es genießen können. Ich habe dann auf Twitter gefragt, ob ihr ASMR mögt. 27% meinte yes, 49% meinte no und 24% meinte nein. Und ich gehöre zu den 49% no. Oder den 24% nein. Ich würde zwar auch ein bisschen kribbeln, aber irgendwie löst es nichts Gemütliches bei mir aus. Es ist ja so, als ob so wäre, dass jemand dir ins Ohr flüstert. Aber es entspannt zu finden, Dude, geh weg von meinem Ohr. Und du hör auf, mit der gelben Tasse rumzuspielen. Ich kann mir ASMR-Videos mir wirklich einfach nicht anhören. Und für dieses Video zu recherchieren, war es nicht wirklich leicht. Denn ich konnte mir kein Video länger als 5 Sekunden anhören, ohne ein komisches Gefühl zu bekommen. Ich meine, 2 meiner Freunde haben schon mal ASMR gemacht und ich habe mir beide nicht angeguckt. Vielleicht kann ich mir einfach ASMR nicht geben, wenn es aus dem Mund kommt. ASMR mit Gegenständen finde ich zumindest noch ertragbar. Und Real-Life-ASMR vom Regen finde ich sogar sehr entspannt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, dass ich den ganzen Tag zu Hause bleibe. Im Verlauf meiner Recherche fürs Video habe ich bemerkt, dass ASMR-Videos sehr viele Views bekommen. Irgendwann habe ich mir gedacht, dass ich den falschen Content mache. Also 5 Likes und ich mache ein easy ASMR-Video. Ich muss also nur vor der Kamera sitzen und Geräusche machen. Mann, das ist schwieriger als ich dachte. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Und schreibt mir gerne auf Twitter und auf Instagram. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat. Oder... Bye.